Verkehrssicherheit ist sein Thema. Bei mir sitzt der Präsident der Deutschen Verkehrswacht. Herzlich willkommen, Professor Kurt Bodewig. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und schon geht es richtig los. Alarmanlage bei einem Auto ist auch natürlich eine Sache der Verkehrssicherheit. So. Das war natürlich jetzt klassisch, ne, ja. Herr Bodewig. Ja, aber es gehört natürlich auch zur Verkehrssicherheit, genau, ja, die Alarmanlage an den Autos, wobei natürlich Sie mehr den Blick auf die Straße haben. Und ich weiß, es wird in den letzten Monaten immer wieder darüber diskutiert, dass keine Rettungsgassen gebildet werden. Das ist für Sie wirklich auch ein Schwerpunktthema, würde ich mal sagen. Warum ist das denn so schwer? Warum verstehen das die Menschen nicht? Eigentlich ist es eine relativ einfache Regel. Die letzten beiden Spuren, dazwischen bildet man die Rettungsgasse. Wir versuchen es mit einfachen Mitteln auch zu erläutern, immer wieder dafür zu werben. Eins unserer großen Probleme sind natürlich die Gaffer. Und das ist ein Problem, wo ich einfach nur appellieren kann. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite brauchen wir eine härtere Regelsetzung. Das geht nicht, damit werden konkret Menschen gefährdet. Was sind denn für Sie noch wichtige Themen, die vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten unbedingt angegangen werden müssen? Also vielleicht, wenn wir es auf Jahre ausdehnen dürfen, dann ist eines der wichtigsten Themen für die Verkehrssicherheit das Thema autonomes Fahren. Ich glaube, dass im Endergebnis autonomes Fahren dazu führen kann, dass wir viel stärker an diese Vision Zero kommen, also keine Verkehrstoten, weil die Technologie dann einen Teil der Problemstellung wegnimmt. Aber auf dem Weg dahin, da müssen wir aufpassen. Und ich will ein Beispiel nur sagen. Also das, was zurzeit in Wien diskutiert wird im internationalen Abkommen, dass in den Phasen bis zum Level 5, also dem vollautomatisierten Fahren, es zum Beispiel vorgesehen ist, dass in der Gefährdungssituation die Verantwortung an den Fahrer zurückgegeben wird. Und das soll in 4 Sekunden passieren. Das ist der aktuelle Stand. Das reicht nicht. Also da müssen wir eine Technologie haben, die mehr im Vorhinein eben warnt, die mehr Gefahren ausschließen kann. Also erstmal analysieren, um sie dann auszuschließen. Das sind so Punkte, und deswegen bin ich heute auch gerne auf der IAA, weil ich mich mit den Herstellern der Fahrzeuge, aber auch mit denen, die eben hinzuproduzieren, nämlich gerade im Bereich der Sensorik, gerne unterhalten. War gerade schon bei einem Prüfunternehmen, wo wir darüber gesprochen haben, was sind die Herausforderungen der Zukunft. Und ich glaube, wir werden weiterkommen, weil auch der Weg dahin ist schon ein Teilschritt in Richtung Vision Zero. Aber es ist schwierig. Jetzt gibt es so viele verschiedene Systeme. Also es gibt auch Autohersteller, die beispielsweise ja wie so ein Kompaktsystem haben, ohne diese ganzen einzelnen Radarauflösungen rund um das Auto. Was ist denn der richtige Weg? Ich habe auch gerade mit meiner Kollegin darüber diskutiert. Autonomes Fahren birgt natürlich auch einige Gefahren. Und wer ist denn beispielsweise haftbar zu machen, wenn dann doch ein Unfall passiert? Das sind so wahnsinnig viele offene Fragen. Genau das ist der Fall. Ja. Und deswegen ist es eigentlich wichtig, dass wir sie jetzt diskutieren. Nicht, dass wir so den Weg der Vergangenheit gehen, wir tasten uns immer näher an das Problem ran und dann an die Lösung, sondern ich glaube, konzeptionell müssen wir jetzt schon anfangen. Wir müssen alle Fragen, die in Zukunft relevant sind, heute diskutieren und dann Lösungen suchen. Technologisch kann ich nicht ein System empfehlen, weil da ist sehr viel in den Entwicklungen. Was mich freut, ist, dass die deutsche Automobilindustrie, aber auch die weltweit die Automobilindustrie, sehr viel Geld zurzeit für Forschung und Entwicklung zur Verfügung stellen. Das ist der richtige Weg. Da müssen wir weiter vorankommen. Und dann kann ich nur sagen, wir müssen die Sensorik entwickeln, weil die großen Gefährdungen werden nicht auf der Autobahn passieren. Nee. Sie werden im innerstädtischen Verkehr sein. Und wir als Deutsche Verkehrswacht, und wir sind ja mit 70.000 Mitgliedern in 650 Landkreisen und Städten vertreten, also wir haben schon einen guten flächendeckenden Überblick, wir wissen, die Abbiegeunfälle sind die Hauptproblemstellung für Fahrradfahrer, für Fußgänger. Und da brauchen wir eine Sensorik. Da sind einige schon weit vorangekommen, aber es sind nicht alle und es ist noch nicht weit genug. Jetzt ist natürlich auch die Frage, darüber haben wir in den letzten Tagen tatsächlich auch häufig diskutiert. Es gibt ja viele, die wollen trotzdem selber noch das Lenkrad in der Hand haben. Also es muss die Möglichkeit geben, oder viele wollen diese Möglichkeit, dass sie selber noch fahren können. Ist es vielleicht ein Ansatz, zumindest gedanklich, dass man sagt, wir müssen Regeln entwerfen für den autonomen Stadtverkehr, sag ich jetzt mal, dass man wirklich sagt, vielleicht innerstädtisch gibt es nur noch autonomes Fahren in der Zukunft, weil irgendwie muss man doch Richtlinien, Regeln haben.
Ich glaube, auch das ist so eine Diskussion, die wir ja schon auch nach vorne gebracht haben. Also wir haben uns als Deutsche Verkehrswacht da positioniert. Wir haben gesagt, das sind die Erfordernisse der Zukunft. Da wollen wir hin, das müssen wir entwickeln. Alles das ist als Fragestellung auf dem Tisch. Jetzt muss man Wege finden, wie wir das klären. Wir haben ja zum Beispiel auch die Frage, was machen wir zukünftig mit den Oldtimern? Ja. Werden wir da ausgewiesene Strecken haben? Wo können die noch fahren? Und wir werden in Zukunft automatisiertes Fahren funktionieren nur mit Car-to-Car-Kommunikation und Car-to-Infrastructure. Also beides muss entwickelt werden und ich halte es für eine Illusion, dass wir im Jahr 2025 schon die neue Welt haben, sondern es wird ein Prozess sein und deswegen ist der Weg, über diese 5 Level zu gehen, eigentlich ein richtiger Weg, aber wir müssen jeden Schritt eines jeden Levels genau begleiten und auch mit sinnvollen Regeln versehen. Jetzt haben Sie gesagt, 2025 ist Illusion. Was ist denn Ihre Realität? Nein, ich habe gesagt, ist die Illusion, dass dann sozusagen das automatisierte Fahren schon voll durchsetzen. Ich glaube, wir werden beginnen mit Güterfrachtverkehre auf den Autobahnen. Das ist relativ einfach. Die LKWs hintereinander. Ob es zu Platooning kommt oder was auch immer, kann man heute nicht sagen. Aber ich glaube, das ist der erste Punkt, der schnell realisierbar ist. Mhm. Der Staat Nevada in den Vereinigten Staaten hat ja bis auf die Städte Reno und Las Vegas schon automatisiertes Fahren voll legal erlaubt. Mhm. Daimler und andere fahren da schon. Also wir sind auf dem Weg. Aber die große Herausforderung wird der Stadtverkehr sein. Mhm. Da haben wir noch eine ganze Reihe von Notwendigkeiten intelligenter, zusätzlicher technischer Lösungen. Wäre es vielleicht für Sie sogar denkbar, dass man sagt, innerstädtisch nur noch Busverkehr? Sagen wir mal so, also Kleinbusse? Wenn wir die Verkehrswende wollen, dann müssen wir den öffentlichen Personennahverkehr massiv ausbauen. Das ist ganz entscheidend, sonst wird man das nicht schaffen können. Aber welche Regeln es in Zukunft gibt, also da müsste ich jetzt in die Glaskugel schauen und das habe ich bisher immer vermieden. Wenn Sie jetzt heute auf der Messe unterwegs sind, wird Sie sicherlich auch das Thema Connectivity begleiten und da werden Sie sicherlich auch ein Auge drauf werfen. Ist das für Sie auch natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil des autonomen Fahrens, aber birgt es da auch nicht wieder neue Gefahren? Also wir hatten hier vor ein paar Tagen einen Lifehacker am Stand, der brauchte ganze 10 Sekunden, um das Handy meiner Kollegin zu hacken. Das ist aber auch eine Gefahr, die das die autonome Fahren dann mit sich bringt. Ja, also wir haben mit Sicherheit Datenrisiken. Wir haben auch Risiken, dass eben Eingriffe in Entscheidungsprozesse digital erfolgen. Das muss man sehen. Aber das ist ja eine allgemeine Situation. Also wir werden kein Anti-Hacking-Programm für Connectivity machen, sondern wir werden ein Anti-Hacking-Programm benötigen in Zukunft verstärkt. Das sehe ich als ein dynamischer Prozess. Das fließt. Man sieht Entwicklungen. Nicht umsonst werden ja Hacker von den großen Anbietern angeworben und sagen, macht alles, was ihr könnt. Knackt die Systeme. Wir wollen, dass es in Zukunft vermeidbar ist. Und so wird es, glaube ich, auch sein. Was ich aber beim Thema digitales Fahren noch mal sagen darf, und wir waren mit der Rettungsgasse angefangen, was wirklich fatal ist, ist, dass digitale Geräte, Handys, Laptops während der Fahrt benutzt werden. Und da fordern wir einen deutlich höheren Regelungsrahmen, auch einen höheren Strafrahmen. Das ist mit den heutigen Regeln nicht zu beherrschen. Da muss klar sein, wer das macht, der gefährdet andere und das kann nicht akzeptiert werden. Das wird aber auch in Zukunft natürlich so sein, auch gerade wenn das autonome Fahren dann vielleicht tatsächlich schon funktioniert, wird der Mensch mit dem Laptop oder Tablet oder Handy unterwegs sein. Und wenn Sie anfangs sprachen von einer Reaktionszeit, die der Mensch dann hat, wir sprachen über Österreich mit den 4 Sekunden. Was glauben Sie realistisch, wie lange dauert es tatsächlich, bis man mit seiner Aufmerksamkeit wieder im Straßenverkehr ist und tatsächlich auch eingreifen kann? Genau das müssen wir prüfen. Dafür brauchen wir Feldversuche, dafür brauchen wir eine ganze Reihe von wichtigen neuen Erkenntnissen. Das kann nur wissensbasiert erfolgt werden. Und dann können wir auch festlegen, in welche Richtung geht. Nur das, was jetzt definiert ist, es ist ein Vorschlag, muss ich sagen, diese 4 Sekunden, ist natürlich abhängig von der bestehenden Technologie und die reicht nicht aus. Wenn 4 Sekunden für die Verantwortungsübernahme definiert wird, dann können wir ein solches System nur ablehnen. Wenn aber sozusagen ermittelt wird, in welcher Zeit geht das, und wie ist das Fahrverhalten? Und wir haben fundierte Erkenntnisse. Dann kann man auch die richtige Entscheidung treffen.
Wenn Sie jetzt heute hier auf der IAA unterwegs sind, werden Sie es schaffen, durch alle Hallen zu gehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, das schaffe ich nicht. Ich werde natürlich unsere Mitglieder besuchen, hier auf den Ständen. Aber wir haben auch eine ganze Reihe von interessanten Forschungseinrichtungen oder Zulieferern, die ich gerne besuche, um mich über den neuen Stand der Entwicklung dann auch sachkundig machen zu können. Insofern, ich freue mich auf den Besuch dieser wirklich tollen IAA. Und wir freuen uns, dass Sie den Tag sozusagen bei uns hier im Live-Studio begonnen haben. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Kurt Bodewig. Und wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Messetag. Sehr gerne. Dank.